sechstens die feste Zehn. Tag für Tag zogen sie geduldig durchs Leidige, der Glocke des Leittieres nach, von Brunnenstation zu Brunnenstation, bis es 9 Tage waren und sie sich glücklich priesen. Der Führer hatte sich nicht fälschlich empfohlen, er verstand seine Sache. Selbst dann verlor er den Weg nicht und kam von der Straße nicht ab, wenn es durch wirres Gebirge ging, das kein rechtes war, sondern ein Gerümpel graulicher Sandsteinblöcke von fratzenhafter Gestalt und getürmter Massen, schwarz schimmernd, nicht wie Gestein, sondern dem Erze gleich, so dass sie in düsterem Glanze einer ragenden Stadt aus Eisen glichen. Selbst dann nicht, wenn tagelang von Weg und Steg im oberirdischen Sinn und Verstand überhaupt nicht die Rede sein konnte, sondern die Welt zum verdammten Meeresgrund wurde und sie mit Unabsehbarkeit ängstigend einschloss, leichenfarbenen Sandes voll bis zum hitzfahlen Himmelsrande hinaus. Und sie zogen über Dünenkuppen, deren Rücken vom Winde in widriger Zierlichkeit gewellt und gefältet erschien, während darunter über der Ebene die Heißluft flimmernd spielte, als sei sie nahe daran, sich zu entzünden und zum tanzenden Feuer zu werden, und emporgehobener Sand wirbelig darin kreiselte, so dass die Männer vor so tückischer Todesfröhlichkeit die Häupter verhüllten und lieber nicht hinsahen, sondern blindlings zuritten, dass sie durchs Scheußliche kämen. Bleiches Gebein lag öfters am Wege, der Rippenkorb, der Schenkelknochen eines Kamels und eines Menschen Gliedmaße ragten vertrocknet aus dem wächsernen Staube. Sie sahen's blinzelnd und unterhielten die Hoffnung. 2 halbe Tage lang, von Mittag bis Abend, zog eine Feuersäule vor ihnen her und schien sie zu führen. Sie kannten die Natur des Phänomens, ohne deshalb ihr Verhalten dazu nur von dieser, seiner natürlichen Seite, bestimmen zu lassen. Es waren, wie sie wussten, laufende Staubwirbel, die die Sonne feurig durchleuchtete. Dennoch sprachen sie bedeutsam geehrt zueinander: Eine Feuersäule zieht uns voran. Wenn das Zeichen plötzlich vor ihren Augen zusammensänke, würde das furchtbar sein, denn mit höchster Wahrscheinlichkeit würde ein Staub-Abubu dann nachfolgen. Aber die Säule brach nicht zusammen, sondern wechselte nur koboldhaft ihre Gestalt und verflatterte allmählich im nördlichen Ostwind. Dieser blieb ihnen treu die 9 Tage hindurch. Ihr Glück fesselte den Südlichen, dass er ihre Schläuche nicht dörren und ihnen das Lebenswasser nicht aufzehren konnte. Am 9. aber waren sie bereits aus aller Gefahr, entronnen den Gräuel der Öde und konnten sich glücklich preisen. Denn diese Strecke der Wüstenstraße war schon besetzt und gesichert von der Sorge Ägyptens, dass ein gut Stück ins Elende hinaus, auf Schritt und Tritt, seinen Zugang schützend beaufsichtigte, mit Bastionen, Brustwehren und Wachtürmen bei den Brunnen, wo kleine Kriegsscharen von nubischen Bogenschützen mit Straußenfedern im Haar und libyschen Beilträgern unter ägyptischen Hauptleuten eingesetzt waren, die die Heranziehenden unwirsch anriefen und dienstlich nach ihrem Woher und Wohin verhörten. Der Alte hatte eine heitere und kluge Art, mit dem Kriegsvolk zu reden, die Unschuld seiner Absichten außer Zweifel zu stellen und mit kleinen Geschenken aus seinem Kram, Messern, Lampen und Askalunzwiebeln, ihr Wohlwollen zu gewinnen. So kam man umständlich, doch fröhlich von Wache zu Wache, denn mit den Schutzleuten Witze zu tauschen war viel besser, als durch die eiserne Stadt zu ziehen und über den bleichen Meeresgrund. Aber die Reisenden wussten wohl, dass mit der Zurücklegung dieser Station nur Vorläufiges getan war und die kritischste Prüfung ihrer Unschuld und Ungefährlichkeit für die Sicherheit der Gesittung ihnen noch bevorstand. Bei der gewaltigen und unausweichlichen Sperre nämlich, die der Alte die Herrschermauer nannte und die da aufgerichtet war schon vor Alters durch die Landenge zwischen den Bitterseen gegen Chosu-Wildlinge und Staubbewohner, die etwa ihr Vieh auf Pharaos Fluren zu treiben gedachten. Von einer Anhöhe, wo sie bei sinkender Sonne hielten, überblickten sie diese drohenden Vorkehrungen und Werke ängstlich hoffärtiger Abwehr, die dem Alten schon mehrmals in freundlicher Redseligkeit, kommend und wieder abziehend,
zu überwinden gelungen war, weshalb er sie denn auch nicht allzu sehr fürchtete, sondern sie den seinen mit ruhiger Hand zu weisen vermochte. Einen langen Mauerzug, zackig von Zinnen, von Türmen unterbrochen und hinlaufend hinter Kanälen, die eine Kette kleiner und größerer Seen miteinander verbanden. Etwa inmitten des Zuges ging eine Brücke über das Wasser, aber eben hier, zu beiden Seiten des Überganges, ward die Vorkehrung vollends gewaltig, denn umschlossen von eigenen Ringmauern stiegen schwere Kastelle und Festungsbauten dort auf, zweistöckig, massig und hoch, deren Wände und Vorsprünge in ausgeklügelt geknickter Linie sich zu Brustwehren erhoben, um sie sturmfester zu machen, starrend vor vierkantigen Zinnentürmen, Basteien, Toren des Ausfalls und Wehrbalkonen auf allen Seiten und mit vergitterten Fenstern in den schmaleren Aufgebäuden. Das war die Festung Zehl, die Brustwehr und ängstlich mächtige Vorkehrung des feinen, glücklichen und verletzlichen Ägyptenlandes gegen Wüste, Räuberei und östliches Elend. Der Alte nannte sie den seinen bei Namen und fürchtete sich nicht vor ihr, sprach aber doch so viel davon, wie leicht es seiner vollendeten Unschuld fallen müsse und werde, durchs Hindernis zu schlüpfen, wie schon mehrmals, dass man den Eindruck hatte, er rede sich Mut zu. »Habe ich nicht den Brief des Handelsfreundes zu Gilead über dem Jordan?« sagte er an den Handelsfreundin Janet, das man auch Zoan nennt und das 7 Jahre nach Hebron erbaut wurde. »Wohl, ich habe ihn, und ihr werdet sehen, er öffnet uns Tür und Tor. Nur darauf kommt es an, dass man Geschriebenes vorweisen kann und die Leute Ägyptens wieder etwas zu schreiben haben und können's irgendwohin schicken, dass es geschrieben werde, abermals, und diene der Buchführung. Freilich, ohne Schriftliches kommst du nicht durch. Kannst du aber eine Scherbe vorweisen oder eine Rolle und Urkunde, so hellen sie sich auf, denn sie sagen wohl, Amun sei ihnen der Höchste unter Usir, der Sitz des Auges, aber ich kenne sie besser, im Grunde ist's Tut, der Schreiber. Glaubt mir, kommt nur Horvats, der jugendliche Schreiboffizier auf die Mauer, der mir wie ein Freund ist von früher her, und ich kann mit ihm reden, so hat's keine Schwierigkeit, und wir schlüpfen durch. Sind wir aber erst drinnen, so prüft niemand mehr unsere Unschuld, und wir ziehen freihin durch alle Gaue den Strom hinauf, so weit wir wollen. Lasst uns hier Hütten bauen und die Nacht verbringen, denn heute kommt mein Freund Horvats nicht mehr auf die Mauer. Morgen aber, ehe wir hintreten und Durchlass begehren, bei der Feste Zehl, müssen wir uns mit Wasser waschen und die Wüste stäuben von unseren Kleidern, müssen sie aus den Ohren wischen und hervorkratzen unter den Nägeln, dass wir ihnen wie Menschen erscheinen und nicht wie Sandhasen. Auch süßes Öl müsst ihr Jungen ins Haar gießen, etwas Augenschminke verstreichen und euch lecker machen, denn es ist ihnen ein Misstrauen, das Elend und ein Greuel, die Unkultur. So der Alte. Und sie taten nach seinen Worten, blieben die Nacht daselbst und machten sich schön am Morgen, so gut es gelingen wollte, nach so langer Fahrt durchs Gräuliche. Über diesen Vorbereitungen aber gab es ein Besonderes und eine Überraschung. Der Führer, den der Alte zu Gaza gedungen und der sie sicher geführt hatte, fand sich in einem gewissen Augenblick nicht mehr unter ihnen, ohne dass jemand mit Bestimmtheit zu sagen gewusst hätte, wann er sich abwesend gemacht hätte, ob schon in der Nacht oder während sie sich verschönten für Zehl. Genug, als man sich zufällig nach ihm umsah, war er nicht mehr vorhanden, wohl aber das Kamel mit der Glocke, auf dem er geritten, und seinen Lohn hatte der Mann beim Alten auch nicht eingehoben. Es war kein Gegenstand des Jammers, sondern nur des Kopfschüttelns, denn sie bedurften des Führers nicht mehr, und ein kühler, wortkarger Gefährte war der Mann auch gewesen. Sie wunderten sich eine Weile, und des Alten Zufriedenheit über die gemachte Einsparung erlitt eine leichte Beeinträchtigung durch die Undurchsichtigkeit des Vorkommnisses und die Unruhe, die ein nicht bereinigtes Geschäft hinterlässt. Er nahm übrigens an, dass der Mann sich irgendwann schon wieder einfinden werde, um zu dem Seinen zu kommen. Josef wollte für möglich halten, dass er unter der Hand vielleicht schon zu mehrerem als dem Seinen gekommen sei
und regte eine Überprüfung der Warenbestände an. Doch setzte das Ergebnis der Untersuchung ihn ins Unrecht. Er war es, der sich am meisten verwunderte, nämlich über die Unfolgerechtheit im Charakter seines Bekannten und über eine Gleichgültigkeit in Dingen des Erwerbes, die mit sonst bekundeter Habsucht schwer vereinbar scheinen. Für freiwillig geleistete Freundschaftsdienste machte er sich übermäßig bezahlt und ließ, wie es wenigstens aussah, das ordentlich Ausbedungene achtlos dahinfahren. Über diese Unstimmigkeit aber ließ sich mit den Ismailitern nicht reden, und Dinge, die nicht zu Worte kommen, sind bald vergessen. Alle hatten sie an anderes zu denken als an den schrulligen Führer, denn da sie sich die Ohren gewischt und Augenschminke verstrichen hatten, schritten sie vor gegen die Wasser- und gegen die Herrschermauer und kamen um Mittag vor Zehl, die Brückenfeste. Ach, sie war schrecklicher noch nahe bei als in der Ferne, zwiefach und unberennbar für die Gewalt, mit ihren geknickten Mauern, Türmen und Wehrsälern, rings die Zinnen besetzt von Kriegern der Höhe, gekleidet in Kampfhemden und Pelzschilde auf den Rücken. Die standen die Fäuste um ihre Lanzen und das Kinn auf den Fäusten und blickten den sich Nähernden so entgegen, recht von oben herab. Offiziere in halblangen Perücken und weißen Hemden sah man, Lederletze vorn am Schurz und ein Stöckchen in der Hand, sich hinter ihnen hin und her bewegen. Diese kümmerten sich nicht um die Heranziehenden, aber vordere Posten hoben die Arme und machten auch wohl die Hände hohl um den Mund, indes ihnen die Lanze im Arme lag, und riefen ihnen zu: »Zurück! Umkehr! Feste Ziel! Kein Durchlass! Es wird geworfen!« »Lasst sie«, sagte der Alte, »nur ruhig, Blut. Das ist kaum halb so schlimm gemeint, wie sie tun. Geben wir alle Friedenszeichen, indes wir langsam, doch unbeirrt vorrücken. Habe ich nicht den Brief des Handelsfreundes? Wir kommen schon durch.« Demgemäß rückten sie geradezu vor die Schachtenmauer, mitten davor, wo das Tor war und dahinter das große Tor aus Erz, das zur Brücke führte, und gaben Friedenszeichen. Über dem Mauertor leuchtete in tiefen Linien und bunt ausgemalt mit feurigen Farben die riesige Figur eines nackthalsigen Geiers mit gebreiteten Fittichen, einen Balkenring in den Fängen, und rechts und links davon sprangen aus dem Ziegelgefüge ein paar steinerner Brillenschlangen auf Sockeln, vier Schuh hoch, mit geblähten Köpfen auf ihren Bäuchen stehend, hervor, grässlich zu sehen, das Zeichen der Abwehr. »Umkehr«, riefen die Mauerwachen über dem Außentor und über dem Geierbilde. »Feste Zehl, zurück, ihr Sandhasen, ins Elend, hier ist kein Durchlass.« »Ihr irrt euch, Krieger Ägyptens«, antwortete ihnen der Alte aus der Gruppe der Seinen, von seinem Kamele aus. »Gerade hier ist der Durchlass und sonst nirgends, denn wo sollte er sonst wohl sein in der Landesenge? Wir sind kundige Leute, die sich nicht vor die falsche Schmiede begeben, sondern ganz genau wissen, wo es durchgeht ins Land, denn wir zogen schon manches Mal über die Brücke hier, hin und wieder zurück.« »Ja, zurück«, schrien die oben, »immer zurück und nichts als zurück mit euch in die Wüste. Das ist das Wort. Es wird kein Gesindel ins Land gelassen.« »Wem sagt ihr das?«, erwiderte der Alte. »Mir, dem es nicht nur wohl bekannt ist, sondern der es auch ausdrücklich gut heißt, hasse ich doch Gesindel und Sandhasen so brünstig wie ihr und lobe euch höchlich, dass ihr sie hindert, das Land zu schänden. Seht uns aber nur recht an und prüft unsere Mienen. Sehen wir aus uns heraus wie schweifende Räuber und Sinai-Pöbel? Weckt unsere Ansicht wohl die Vermutung, dass wir das Land auskundschaften wollen zu bösem Zwecke? Oder wo sind unsere Herden, die wir auf Pharaos Triften zu treiben gedächten? Nichts von all dem kommt ja auch nur flüchtig in Frage. Mehr sind wir von Maon, reisende Kaufleute, besonders ehrenwert nach unserer Gesinnung, und führen reizende Waren des Auslandes, die wir euch wohl unterbreiten möchten, und wollen sie verhandeln im Austausch unter den Kindern Chemes, dass wir dagegen die Gaben des Jeor, der Chapi genannt ist, führen bis ans Ende der Welt.
denn es ist die Zeit des Verkehrs und der Wechselgeschenke, und wir Reisenden sind ihre Diener und Priester. Saubere Priester, staubige Priester, alles gelogen, riefen die Soldaten herunter. Aber der Alte verlor nicht den Mut deswegen, sondern schüttelte nur nachsichtig das Haupt. Als ob ich's nicht kennte, sagte er nebenhin zu den Seinen. Grundsätzlich immer machen sie's so und machen Schwierigkeiten für alle Fälle, dass man sich lieber trolle. Aber noch nie bin ich umgekehrt und will durchkommen auch diesmal. Hört, Kämpfer Pharaos, sprach er wieder hinauf, ihr rotbraunen Wackeren, vorzugsweise gern red ich hier mit euch, denn ihr seid lustig. Mit wem ich aber eigentlich reden möchte, das ist der jugendliche Truppenvorsteher Horvats, der mich einließ das vorige Mal. Ruft ihn doch, seid so gut, auf die Mauer. Ich will ihm den Brief vorweisen, den ich führe nach Zuan. Einen Brief, wiederholte er, geschriebenes, tut Jehuti der Pavian. Lächelnd rief er es ihnen zu, wie man Leuten, in denen man nicht sowohl Einzelpersonen als Vertreter einer bestimmten, der Welt im Großen vertrauten Nationalität erblickt, den Namen der volkstümlichen Liebhaberei halb neckend, halb schmeichelnd zu hören gibt, deren Gedenken sich sprichwörtlich sagenhafterweise für jedermann mit der Vorstellung dieses Volkstumes scherzhaft verbindet. Sie lachten denn auch, wenn auch vielleicht nur über das stehende Vorurteil der Fremden, nachdem jeder Ägypter durchaus aufs Schreiben und Aufgeschriebenes sollte versessen sein, waren aber zugleich wohl beeindruckt von der Vertrautheit des Alten mit dem Namen eines ihrer Anführer. Denn sie besprachen sich untereinander und gaben den Ismailitern dann den Bescheid herunter, der Truppenvorsteher Horvats sei verreist, er weile dienstlich in der Stadt Send und werde nicht vor 3 Tagen zurückkommen. »Wie schlimm«, sagte der Alte, »wie ungeschickt trifft sich doch das, ihr Krieger Ägyptens, 3 schwarze Tage, 3 Neumondtage ohne Horvats, unseren Freund. Da heißt es warten. Wir warten hier, liebe Bewaffnete, auf seine Wiederkunft. Ruft ihn nur, wenn's euch gefällig ist, gleich auf die Mauer, wenn er zurück ist von Send mit dem Bedeuten, die wohlbekannten Minäer von Maon seien zur Stelle und führten Geschriebenes.« Sie schlugen wirklich im Sande vor Zehl der Festung ihre Hütten auf und blieben 3 Tage in Erwartung des Leutnantes. Ein gutes Einvernehmen unterhalten mit den Leuten der Mauer, die verschiedentlich zu ihnen herauskamen, ihre Waren zu sehen und Handel mit ihnen zu treiben. Auch Zuzug erhielten sie noch von einer anderen Reisegesellschaft, welche von Süden her vom Sinai wohl die Bitterseen entlang gezogen kam und ebenfalls in Ägyptenland eintreten wollte, recht abgerissenes Volk übrigens und von Gesittung wenig beleckt. Sie warteten mit den Ismailitern, und als die Stunde kam und Horvats zurückgekehrt war, wurden alle Einreiselustigen von den Soldaten durchs Mauertor in den Hof eingelassen, der vor dem Brückentor lag, wo sie abermals ein paar Stunden zu warten hatten, bis der jugendliche Vorsteher auf dünnen Beinen die Freitreppe heruntergesprungen kam und auf ihren unteren Stufen stehen blieb. 2 Mann begleiteten ihn, von denen der eine sein Schreibzeug, der andere eine Standarte mit Widerkopf trug. Horvats winkte die Bittsteller heran. Sein Haupt war mit einer in der Stirne gerade abgeschnittenen hellbraunen Perücke bedeckt, die spiegelnd glatt war bis zu den Ohren, von da an aber plötzlich aus kleinen Löckchen bestand und ihm so auf die Schultern fiel. Zu seinem Schuppenwams, auf dem als Auszeichnung eine Fliege in Bronze hing, passte wenig die zarte Fältelung des blütenweißen Leinenkleides mit kurzen Ärmeln, das darunter hervorkam, und der ebenfalls fein plissierte Schurz, der ihm schräg in die Kniekehlen ging. Sie grüßten ihn angelegentlich. Aber so elend sie sein mochten in seinen Augen, erwiderte er den Gruß doch fast höflicher noch, als sie ihn boten, ja mit närrischer Artigkeit, indem er katzbuckelnd den Rücken rundete, aber den Kopf mit süßlichem Lächeln zurückwarf, gleichsam mit spitzgerundeten Lippen die Lüfte küsste und den sehr schlanken, am Handgelenk mit einer Spange geschmückten braunen Arm aus dem Plissé-Ärmel gegen sie aufhob. Freilich geschah das rasch und geläufig, so dass nur für Augenblicksdauer
eine schwierig graziöse und übertrieben ausdrucksvolle Mimik sich entfaltete, die sogleich wieder verschwunden war. Und man erkannte wohl, besonders Josef sah es ein, dass es nicht ihnen, sondern der Hochgesittung zu Ehren und aus Selbstachtung geschah. Horvaths hatte ein ältliches Kindergesicht, kurz mit Stumpfnase, kosmetisch verlängerten Augen und auffallend scharfen Furchen zu Seiten des immer etwas gespitzten und lächelnden Mundes. »Wer ist da?« fragte er rasch auf Ägyptisch. »Männer des Elends in so großer Zahl, die die Länder betreten wollen?« Mit dem Worte »Elend« wollte er nicht gerade schelten, er meinte einfach das Ausland damit. In die große Zahl aber bezog er beide Gruppen von Reisenden ein, die er nicht unterschied. Die Midianiter mit Josef sowohl wie die Sinai-Leute, die sich vor ihm sogar zu Boden geworfen hatten. »Es sind eurer zu viele«, fuhr er tadelnd fort. »Täglich kommen welche von da oder dorther, sei es vom Gottesland oder vom Gebirge Schuh, und wollen das Land betreten. Oder wenn täglich zu viel gesagt ist, dann also fast täglich. Noch vorgestern habe ich welche durchgelassen, vom Lande Upi und vom Berge User, und da sie Briefe führten. Ich bin ein Schreiber der großen Tore, der über die Angelegenheiten der Länder Bericht erstattet. Gut und schön für den, der es sieht. Meine Verantwortlichkeit ist erheblich. Woher kommt ihr und was wollt ihr? Führt ihr Gutes im Schilde oder weniger Gutes oder sogar ganz Böses, so dass man euch entweder zurücktreiben oder lieber gleich in Leichenfarbe versetzen muss? Kommt ihr von Kadesh oder Tubichi oder von der Stadt Cher? Euer Erster soll sprechen. Wenn ihr vom Hafen zukommt, so ist mir dieser elende Platz bekannt, dem das Wasser in Booten zugeführt wird. Überhaupt kennen wir die Fremdländer genau, denn wir haben sie unterworfen und nehmen ihren Tribut. Vor allem wisst ihr zu leben, ich meine, habt ihr zu essen und könnt ihr so oder so für euch aufkommen, dass ihr nicht dem Staate zur Last fallt oder zu stehlen gezwungen seid? Ist aber ersteres der Fall, wo ist dann euer Ausweis darüber und das schriftliche Unterpfand, dass ihr zu leben wisst? Habt ihr Briefe an den Bürger der Länder? Dann her damit, sonst aber gibt's nichts als Umkehr.« Klug und sanftmütig näherte sich ihm der Alte. »Du bist hier wie Pharao«, sagte er, »und wenn ich nicht erschrecke vor dem Einfluss, den du übst, und mich nicht stammelnd verwirre angesichts deiner Entscheidungsmacht, so nur, weil ich nicht zum ersten Male vor dir stehe und schon deine Güte erfahren habe, weiser Leutnant.« Und er erinnerte ihn, dann und dann ungefähr sei es gewesen, vor 2 Jahren vielleicht oder 4, dass er, der minäische Kaufmann, zum letzten Male hier durchgezogen und zum ersten von dem Truppenvorsteher Horvaths abgefertigt worden sei, aufgrund der Reinheit seiner Absichten. Halb und halb schien sich Horvaths denn auch zu entsinnen, an das Bärtchen und den schiefen Kopf dieses Alten, der das Ägyptische sprach wie ein Mensch. Und so hörte er es wohlwollend an, wie jener die gestellten Fragen beantwortete, dass er nicht nur nichts Böses im Schilde führe, sondern nicht einmal weniger Gutes, sondern vielmehr ausschließlich das Beste, dass er über den Jordan gekommen sei, auf Handelsfahrten durchs Lande Peleschet und durch die Wüste und nebst den Seinen ausgezeichnet zu leben und für sich aufzukommen wisse, wofür der kostbare Warenbestand auf dem Rücken seiner lastbaren Tiere zeuge. Was aber seine Verbindungen im Lande betreffe, so sei hier ein Brief, und er entrollte dem Vorsteher das Stück polierter Ziegenhaut, auf das der Handelsfreund zu Gilead in kananäischem Duktus einige Sätze der Empfehlung an den Handelsfreund zu Janet im Delta geschrieben hatte. Horvatzens schlanke Finger, und zwar die seiner beiden Hände, streckten sich mit einer Gebärde zarten Empfangens nach dem Schriftstück aus. Er konnte sich nur schlecht daraus vernehmen, so viel aber sah er an seinem eigenhändigen Visum in einer Ecke, dass ihm diese Haut schon einmal vorgelegen hatte. »Du bringst mir immer denselben Brief, altes Freundchen«, sagte er. »Das geht nicht. Du kommst damit auf die Dauer nicht durch. Dies Krickelkrackel will ich nun nicht mehr sehen. Es ist ja veraltet. Du musst dann mal etwas Neues beschaffen.« Dagegen brachte der Alte vor, dass seine Verbindungen sich nicht auf den Mann in Janet beschränkten. Vielmehr erstreckten sie sich, sagte er, bis nach Theben selbst, Wese, die Amunstadt, wohin er hinaufzuziehen gedenke, vor ein Haus der Ehre und Auszeichnung, mit dessen Vorsteher namens Montcalf, Sohn des Achmose,
er seit zahllosen Jahren in genauer Bekanntschaft lebe, da er ihn oft schon mit ausländischen Waren habe bedienen dürfen. Das Haus aber gehöre einem Großen über den Großen, Petepre, dem Wedelträger, zur Rechten. Diese Erwähnung einer noch so mittelbaren Beziehung zum Hofe machte sichtbarlichen Eindruck auf den jungen Offizier. Beim Leben des Königs, sagte er, danach wärest du nicht der erste Beste, und falls dein Asiatenmund nicht lügt, so würde das freilich die Sache ändern. Hast du nichts Geschriebenes über deine Bekanntschaft mit diesem Montcalf, dem Sohne des Achmose, der über dem Hause dieses Wedelträgers ist? Gar nichts? Sehr schade, denn das würde deinen Fall nicht wenig vereinfacht haben. Immerhin, du weißt mir diese Namen zu nennen, und dein friedsames Gesicht stellt deinen Worten eine annehmbare Bescheinigung der Glaubwürdigkeit aus. Er winkte nach seinem Schreibzeug, und der Gehilfe beeilte sich, ihm die Holztafel, auf deren glatter Gipsfläche der Vorsteher unreine Notizen zu machen pflegte, sowie die gespitzte Binse zu überreichen. Horvaths tauchte sie in einen Tintennapf der Palette, die der Soldat neben ihn hielt, verspritzte spendend ein paar Tropfen, führte die Schreibhand in weitem Bogen zur Fläche und schrieb, indem er sich das Personale des Alten wiederholen ließ. Er schrieb im Stehen neben der Standarte, die Tafel im Arm, in delikater Vorwärtsneigung gespitzten Mundes, fein blinzelnd, liebevoll, selbstgefällig, mit offenkundigem Genuss. »Ziehen durch«, erklärte er dann, gab Tafel und Feder zurück, grüßte abermals in seiner närrisch verfeinerten Art und sprang die Treppe wieder hinauf, über die er gekommen war. Der wildbärtige Sinai-Scheich, der die ganze Zeit auf dem Angesichte verharrt hatte, war überhaupt nicht zur Rede gestellt worden. Ihn und die Seinen hatte Horvaths dem Anhang des Alten mit zugerechnet, so dass sehr unvollständige Angaben, auf schönes Papier übertragen, an die Ämter nach Theben hinauf gelangen würden. Deswegen aber würde Ägypten nicht zu beweinen sein und das Land nicht in Unordnung geraten. Den Ismailitern auf jeden Fall war die Hauptsache, dass unter den Händen der Soldaten von Zeel die erzenen Flügel des Tores sich auftaten, dass die Schiffbrücke freigab, darüber sie hinziehen konnten mit Tier und Pack und eintreten in die Fluten des Chapi. Als ihr Geringster, von niemandem angesehen und mit keinem Namen genannt, in Horvatsens Amtsprotokoll kam Josef, Jakobs Sohn, nach Ägyptenland.